Dann gucken wir da mal rein, meine Freunde. Dann schauen wir mal ganz kurz bei Sascha rein. 18 Uhr, bin raus, bin ich gespannt. Let's go, Alter. Auf geht der Hase. Hab ich richtig Bock drauf. Let's freaking go. Ich muss ehrlich gesagt nicht glauben, dass ich heute hier sitze und verkündigen muss, dass Anmachsprüche nochmal kommen. Aber Leute, keine Sorge, das ist... Verkündigen? Oder vielleicht doch verkünden, Sascha? Ich weiß es nicht. Erzähl's meinem Pickel an der Stelle. Auf jeden Fall die letzte Episode von Anmachsprüchen, ne? Suchen und gut durchrütteln lassen nochmal. Danke dafür, Knossi. Kleinanzeigen war einfach zu wild, dass ich heute das einschieben musste. Also einschieben im Sinne, ach komm, egal, scheiß drauf, kann ich eh nicht mehr retten. Grüße gehen raus an Luca, der wieder Anmachsprüche rausgesucht hat. Danke. Ganz wichtig, wie immer, festhalten. Erster Anmachspruch, let's go. Das Leben ist ein Geben und Nehmen. Du nimmst mich und ich gebe es dir. Und ich würde sagen, das ist ein Spruch, der kommt genauso gut an wie der Pickel hier, nämlich gar nicht. Da frage ich mich, was ist schlimmer? eBay Kleinanzeigen oder Anmachsprüche? Lasst es mich bitte in den Kommentaren auf gar keinen Fall wissen. Du bist wie mein kleiner Zeh. Ich bang dich an jedem Möbelstück. Ich weiß nicht. Ich könnte jetzt. Achtung, Riff-Joke. Wieder aufstehen, irgendwo hinriften, aber ich weiß doch auch nicht mehr wohin. Ich weiß nicht mehr wohin. Hey Michelle, gibt es noch andere Sehenswürdigkeiten in deiner Stadt außer dir? Könnte ich. So unangenehm, Alter. Wenn ich das als Frau bekommen würde, da würde ich mir das Leben nehmen. Soll ich kotzen? Hey, du bist wie Stuttgart, nur ohne T. Und da muss ich sagen, Robin, 19 aus Berlin, hoffentlich hat's geklappt. Ausnahmsweise mal würde ich... Warte mal, so wie Stuttgart ohne T. Das muss ich aber jetzt erstmal mir anschauen. Stuttgart. Nehmen wir hier das T weg. Sugar. Ah ja. Süß. Wie Zucker. Stabiler Spruch. Gut. Ich zumindest sagen, eine Anmache mit ein bisschen Stil. Hey. Alter. Knossis Mallorca Stream Legende. Michelle, ich kenne mich hier nicht so gut aus. Kannst du mir den Weg zu deinem Herzen zeigen? Ich glaube, nach der Nummer muss dir Michelle erstmal den Weg aus der Blockierliste zeigen. Das Ding ist, meistens nach so einem Spruch geht der Weg tatsächlich dann entweder, wie gesagt, über die Blockierliste oder halt direkt über das Pfefferspray in deinem Auge. Da spreche ich aus Erfahrung. Och nee. Vor allem, ich glaube ihm das sogar, dass er das nicht weiß. Du bist wie eine Waschmaschine. Ich weiß nicht, wie ich dich anmachen soll. Mensch, Och, Leute, dann Mann, geh Alter. Doch mal her und helf dem Lieben. Da gibt es ja eigentlich Gebrauchsanweisungen für. Ich weiß jetzt nicht, ob das für Frauen, also, keine Ahnung, eine American Express-Joke. Alexander-BLN und sagt ihm einfach nur, man muss das Rädchen auf 30 Grad pflegeleicht drehen und auf Start drücken. Ob ah ja. Wie viele Nachrichten er bekommt. Ice Age hat uns gelehrt, um das Eis zu brechen, muss man die Eichel nur tief genug reinhämmern. Alter Junge. Ab dafür, Sascha. Jetzt kommt wirklich unter allen Anmachen meine absolute Lieblingsanmache. Wirklich, das ist eine 10 von 10. Soll ich dir was von Aldi mitbringen? Klappt eigentlich immer. Keine Ahnung. Ich glaube, jeder Mensch geht auch gerne bei Aldi einkaufen. Von daher, das passt an der Stelle. Leute, probiert es aus. Lasst mich auf jeden Fall wissen, ob es geklappt hat. Ah, jetzt kommt noch eine Weisheit mit Monte, ich Volume 16. Frauen, die geschminkt genauso geil aussehen wie geschminkt. Stabile Nachricht, interessant. Also, geschminkte Frauen, wenn sie da nicht geschminkt sind, sollten sie genauso aussehen, wie sie geschminkt sind. Verstehe ich, bin ich dabei. Genauso wie der Bruder hier. Wisst ihr, wie ich meine? Von welcher Wolke bist du denn gefallen, mein Engel? Sicherlich nicht Wolke 7, wenn ich mir dich so anschaue. Hey Maria, was machst du gerade? Wenn dein linkes Bein Weihnachten und dein rechtes Neujahr wäre, darf ich dann zwischen den Feiertagen vorbeischauen? Ah, Bruder, Alter. Trau dich und mach den ersten Schritt. Wow, du siehst echt zerknittert aus. Soll ich mal über dich drüber bügeln? Und Leute, an der Stelle Absolut bin ich mal wieder stark. Komplett ja. raus. Bevor es aber zum Auto geht, habe ich doch eine Bitte an euch. Leute, ich brauche eure persönliche Beichten. Schickt mir bitte eure Beichten an diese E-Mail-Adresse und wir sehen uns nächste Woche in dem Beichten-Video wieder. Das tue ich mir nicht an, Digga. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne wie immer einen Daumen nach oben da lassen. Falls eine Anmache geklappt hat, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Der größte Support wäre natürlich das auf kostenfreie Ehrenbruderbasis dagelassene Abonnement. Auf Deutsch. Bitte abonniert meinen Kanal und wir sehen uns morgen wieder, wenn es wieder heißt.
On the road again! Jalla, ciao, ciao. Stark. Stark. Stark, Monte. Stark. Stark, Sascha. Stark. Also einfach nur ein tolles Video. Einfach nur gut.